Guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor dem morgigen Spiel in der UEFA Champions League hier bei Galatasaray Sport Kulübü. Für Sie hier oben auf dem Podium als Ihre Gesprächspartner, unser Cheftrainer Domenico Tedesco und unser Angreifer Guido Burgstaller. Für Sie übersetzen wird Firat İzbir. Evet, herkese iyi akşamlar. Yarınki Galatasaray Spor Kulübü Schalke maçı Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısına hoş geldiniz. Karşınızda teknik direktörümüz Domenico Tedesco ve forvet oyuncumuz Guido Burgstaller. Damit eröffne ich die Fragerunde. Bitte ruhig das Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Sorularınızla başlayabiliriz. Christoph Winkel beginnt. Hallo zusammen. Herr Tedesco, da ja nach Ralf Herrmann jetzt auch Naldo ausfallen wird, können Sie uns verraten, wer morgen die Kapitänsbinde tragen wird? Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Funktioniert's? Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran. Ja, die Kapitänsfrage wird sich insofern erübrigen, dass ein Spieler des Mannschaftsrats die Binde tragen wird morgen. Wer das sein wird, sehen Sie dann morgen Abend. Soru şu şekildeydi. Fermandan sonra Naldo da sakatlandığı için yarın takımı kim kaptan olarak sahaya çıkacak diye. Kaptanlık gibi bir gündemimiz yok. Yarın takıma kimin kaptanlık edeceğini maç başladığında göreceksiniz. Jens Greinke. Ich glaube, da kommt das Mikro. Tedesco, mit Naldo und Fermann fallen auch jede Menge Erfahrung aus in ihrer Mannschaft. Wie werden Sie das schaffen, das zu kompensieren? Ja, wir haben weiterhin erfahrene Spieler auf dem Platz im Kader und versuchen das natürlich trotzdem bestmöglich zu kompensieren. Naldo ist eine tragende Säule, Ralle auch, logischerweise. Ich glaube, Alex hat das im letzten Spiel, auch wenn wir 2-0 verloren haben, richtig gut gemacht. Ist ein richtig mutiger Torwart. Das braucht's auch hier. Und dementsprechend werden wir es schon kompensieren können. Haben trotzdem einige erfahrene Spieler auf dem Platz und im Kader. Irgendwie geht das Mikro nicht. Ja? War es das drin? Ja. Ferman ve Naldo'nun oynamamasından dolayı çok ciddi bir tecrübe eksikliği de hissedeceksiniz yarın sahada. Bunu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz şeklinde bir soru geldi ve Sayın Tedesco'nun cevabı da başka tecrübeli oyuncularımız da var. Naldo takımın temel taşlarından bir tanesini, onun eksikliğini hissedeceğiz, bunu inkar etmiyoruz. Ama tecrübe eksikliğini kapatabilecek kapasiteye sahip oyuncumuz var. Genç kalecimiz de son maçta iki gol yemesine rağmen çok cesur bir performans ortaya koydu. Yarın ona da güvenimiz tam, takımın tamamına olduğu üzere. Max Siegmann ist der Nächste und danach Jan Bochner. Ich habe eine Frage jeweils an beide. Herr Tedesco, oder andersrum. Jannik Lenze wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen, zumindest wenn man auf den Kader schaut. Haben Sie irgendwelche Bedenken dabei, dass er potenziell, wir gehen mal jetzt nicht davon aus, aber reingeworfen werden könnte, gerade in dieser Atmosphäre? Und wie haben Sie Alex Nübel auf diese doch sehr lautstarke und wahrscheinlich doch ein Stück weit auch ungewohnte Situation vorbereitet? Und Guido, an dich ganz kurz, nach der Niederlage in Bremen, wie seid ihr in der Mannschaft damit umgegangen, mit diesem 0-2, wo ihr doch relativ, sagen wir mal, wenig vor allem in der zweiten Halbzeit zusammenging? Ja, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben versucht, die Atmosphäre in diesem Stadion hier, die ja schon etwas Spezielles und etwas Besonderes ist, aufgrund der Akustik, aufgrund der Lautstärke, haben wir versucht, bei uns zu simulieren. Haben gestern unter einer gewissen Lautstärke eben trainiert im Stadion, so gut es ging. Und werden auch auf jeden Fall heute Abend mit der Mannschaft nochmal darüber sprechen, werden mit der Mannschaft hier nochmal trainieren und werden auch heute und morgen gewisse Sequenzen anschauen, um den Gegner noch im Detail vorzustellen und auch die Atmosphäre noch mal so ein Stück weit nahe zu bringen. Und Bedenken beim Keeper habe ich keine, weil unsere 19 gut ist, weil unsere 19 eine gute Ausbildung genießt und unabhängig davon, dass die Atmosphäre hier, wie gesagt, was Besonderes ist, geht es trotzdem immer um Fußball. Ne? Die Abläufe sind trotzdem immer die gleichen, auf höherem Niveau vielleicht. Oder wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, aber letzten Endes ist es immer Fußball. Hallo. Vielleicht erst die Übersetzung, weil sonst wird es ein bisschen lang. Hocaya soru şu şekildeydi. Bu genç takımı yarınki bu alışık olmadıkları atmosfere nasıl hazırladınız?
şeklinde bir soru geldi. O da takımın birçok genç oyuncusu olmasına rağmen iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yarın da çok burada yüksek gürültülü bir ortam bekliyoruz. Belki birçok oyuncumuz için alışkın oldukları bir durum değil. Ancak dün son antrenmanımızda biz de gürültülü bir ortamda yaptık. Bugün de bazı ufak detayları konuşarak takımımızı mümkün olduğunca bu kimi oyuncuların alışkın olmadığı yeni atmosfere hazırlamaya çalışacak. Sonuçta futbol oynuyoruz. Futbol her yerde futboldur. Her ne kadar burada seviye biraz daha yüksek olacaksa da ki yarın bizi de yüksek seviyede futbol oynayan bir rakip beklediğinden eminim. Mümkün olduğunca iyi bir harman yakalayıp takımımızı bu ortama hazırlamaya çalıştık. Orhan Can Terzi, Türkiye Gazetesi. Bir soru daha vardı Sayın Burçlar'a. Hallo nochmal. Ja, also klar war das ein Dämpfer für uns, die Niederlage gegen Bremen. Aber wie Sie gerade gesagt haben, zweite Halbzeit war nicht so gut von uns. Finde ich eigentlich nicht, dass wir eigentlich in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht haben, einige Torschancen gehabt haben, leider das Ding nicht reingemacht haben und von dem her leider das Spiel verloren haben. Das haben wir auch nächsten Tag analysiert und ist natürlich ein bitterer Abend gewesen, aber jetzt freuen wir uns auf das morgige Spiel und sind auf das Spiel eigentlich voll fokussiert und konzentriert. Guido Burçlar'a da soru, son iç sahadaki Bremen mağlubiyetini takım içerisinde nasıl hazmettiğiniz şeklindeydi. Aldığımız mağlubiyet üzücü. Özellikle ikinci yarıda iyi oynamadığımızın farkındayız. Belki biraz da takımın arzusu isteği yerinde değildi. Bunu yarın düzeltmek durumundayız. Son maçta gol atamadık. İyi fırsatlar yakalamamıza rağmen. Ancak maçı analiz ettikten sonra yarın çok daha farklı bir seviyede oynayacağımız maçı büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Burhan Can Terzi, Türkiye Gazetesi. Öncelikle ülkemize hoş geldiniz diyorum. Sorum Sayın Tedesco'ya olacak. Çok genç bir hoca ve şimdiden aslında çok önemli bir kariyer yaptı. 33 yaşında Fatih Terim ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında Sayın Tedesco 12 yaşındaymış. Hem Fatih Hoca'yı, Fatih Terim hakkındaki görüşlerini, hem Galatasaray hakkındaki görüşlerini, hem de Galatasaray'da kimlerden çekiniyor saha içinde onları merak ediyorum. Tedesco, erst einmal herzlich willkommen in die Türkei. Sie sind ein junger Trainer, 33 Jahre jung, aber haben dennoch eine gewichtige Karriere vorzuweisen. Als Ihr Counterpart, Fatih Terim, also Ihr Counterpart für morgen, sein erstes Champions League bestritten hat als Trainer, waren Sie 12 Jahre jung. Haben Sie eine Meinung zu Fatih Terim? Wie gut kennen Sie Galatasaray und haben Sie bestimmte Bedenken? Haben Sie vor, bestimmte Spieler bei Galatasaray besondere Maßnahmen gegen die vorzunehmen? Oder wie sieht Ihr Plan für morgen aus? Ja, zunächst mal vielen Dank. Ja, Fatih Terim erstmal für mich ein großartiger Trainer, weil ich auch als Jugendlicher die Fiorentina verfolgt habe. Ich bin gebürtig aus Italien, habe deswegen auch eine gewisse Affinität zum italienischen Fußball und habe die Fiorentina gern gesehen. Daher, nicht nur daher, aber auch daher kenne ich den großartigen Trainer. Ich freue mich und es ist für mich eine Ehre, ihn morgen kennenzulernen und ihm die Hand zu reichen. Ansonsten kenne ich Galatasaray seit ungefähr 3 Wochen sehr gut, zumindest glaube ich das. Es ist eine Mannschaft mit sehr, sehr guten Individualisten, nahezu auf jeder Position. Ich glaube, besonders herauszuheben sind eben Spieler wie Gary Rodriguez beispielsweise auf der linken Seite, der schon eine Menge Speed hat, eine Menge Tempo vorzuweisen hat. Derdiok kennen wir noch aus der Bundesliga, Belhanda, da gibt es schon sehr gute Spieler eben. Ne? Deswegen. Vor jedem Spieler müssen wir in gewisser Maßen auch aufpassen. Öncelikle çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Fatih Terim'le ilgili tabii ki bir düşüncem var, bir fikrim de var. Kendisinin çok büyük bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece Galatasaray'da başardıklarından dolayı değil. Ben biliyorsunuz İtalyan asıllıyım ve Fiorentina taraftarıyım. Onun orada o dönemde teknik direktörlük yaptığı dönemlerde de grande olarak tanımlandığını, yani büyük hoca olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. O yüzden yarın kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır. O anı da heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Galatasaray'a gelecek olursak takım 3 haftadır yakından inceliyorum. Bireysel olarak yeteneklerinin çok iyi olmasıyla birlikte benim çok yakından takip ettiğim Gary Rodriguez gibi bir oyuncu var ki sol kanatta çok ciddi tempo yapıp çok ciddi tehlike yaşatabiliyor. Eren Derdiok'u Almanya'dan, Bundesliga'dan takip ediyoruz. Oradan çok iyi tanıyoruz. Belhanda bizde oynamıştı bir dönemde. Onu da çok yakından tanıyoruz ama onun dışında da bireysel olarak çok dikkatli olmamız gereken oyuncuların olduğunun farkındayız Galatasaray takımının. Jens Reinke. Tedesco, nochmal eine Nachfrage zum gestrigen
zum gestrigen Training. Ich versuche mir gerade die ganze Zeit vorzustellen, wie man sowas nachstellen kann. Würden Sie uns verraten, wie Sie das simuliert haben? Und dann die Frage an Guido auch, wie ist das bei den Spielern angekommen? Was war das für ein Gefühl, so zu trainieren? Ja, wir haben jetzt keine Menschenmengen ins Stadion berufen. So war es nicht. Wir haben Spiele von Gala gesehen, Heimspiele von Gala gesehen auf Videotape und da haben wir Sequenzen, wie gesagt, herausgeschnitten und die dann über die Lautsprecher eben im Stadion platziert. Soru şu şekildeydi. Galatasaray maçına çok yüksek sesli bir ortamda antrenman yaparak hazırlandığını söylediniz. Bizim aklımıza takıldı. Onu kendimize açıklamaya çalışırken size sorma ihtiyacı hissettik. Yok, insan kalabalığı toplamadık. Statta büyük bir gürültü yaratmadık ama Galatasaray'ın oynamış olduğu iç saha maçlarını izledik. Onları analiz ettik. Oradaki ortamı değerlendirmeye çalıştık. Bu şekilde bir hazırlık döneminde bulunduk. Ja, wir hatten ja im Stadion trainiert und wo dann der Einspieler dann kam, dachten wir alle, das Stadiondach würde aufgehen zuerst. Also wir haben mit der CD nicht gerechnet, aber war gut, das kennenzulernen. Es war ein bisschen unangenehm nach einer Zeit, aber ich glaube, das hat uns gut vorbereitet oder bereitet uns gut vor auf das, was auf uns zukommen wird. Und ich glaube, hat jeder mal einen ersten Eindruck gekriegt, wie das morgen hier abgehen wird. Sonuçta saha içerisinde antrenman yaparken Galatasaray'ın maç görüntüleri de bir yandan izlendiği ve hoparlörlerden bize verildiği için bir oyuncu değişikliği yapıldığında sanki stadın çatısı çöküyormuş gibi hissettik. O denli bir gürültü çıktığını tecrübe etmiş olduk. Yani yarın bizim için de çok farklı bir heyecan olacak bu atmosferde top oynamak diye düşünüyorum. Ata, yani, genau. Ja, eine Frage an Guido. So ein typischer Fußballerspruch ist ja eigentlich immer, Champions League ist ein anderer Wettbewerb. Wenn man jetzt auf die Bundesliga-Tabelle schaut, glaube ich, kann man ablesen, dass es momentan nicht so prickelnd läuft. Inwieweit stellt sich das für dich dann tatsächlich so dar, dass es ein anderer Wettbewerb da ist? Also kann man das wirklich so voneinander trennen? Ist dann alles das vergessen, was irgendwie in der Bundesliga einem vielleicht irgendwie so auf der Seele liegt? Sollte so sein, ja. Also wie gesagt, wir können jetzt mal ein bisschen abschalten von der Bundesliga. Wir können das jetzt morgen genießen. Wir stehen mit 4 Punkten nicht so schlecht da. Haben uns das letzte Saison hart erarbeitet, dass wir hier sein dürfen. Und von dem her glaube ich schon in den Köpfen oder von den Spielern in den Köpfen drin, dass das jetzt eine andere Chance ist, ein anderer Wettbewerb ist. Und da wollen wir das Bestmögliche rausholen. Und wie gesagt, bis Donnerstag haben wir jetzt mal vom Bundesliga-Alltag den Kopf frei und konzentrieren uns voll auf morgen und auf diese Aufgabe. Futbolcularda genel bir klişedir. Şampiyonlar Ligi ortamı farklı, atmosferi farklıdır denilir. Gerçekten böyle mi? Çünkü ligde işlerin iyi gitmediğini görüyoruz. Gerçekten kafanızı Bundesliga'dan uzaklaştırabiliyor musunuz? Sorusuna Guido Burkstad'ın cevabı. Zaten öyle olmalı. Çünkü burada olabilmek için, burada olmayı hak edebilmek için geçen sezon çok çalıştık ve bunu başardık. Bunun tadını çıkarabilmeliyiz diye düşünüyorum. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde grupta 4 puanımız var. İyi bir pozisyondayız diye düşünüyorum. Perşembe gününe kadar Bundesliga'yı unutabildiğimiz için de mutluyum açıkçası. Christoph Winkel ist der nächste. Ja, genau. Ja. Ich habe noch eine Frage an Guido. Du kennst Alex Nübel ja hauptsächlich aus dem Training. Ja, wie ist deine Meinung zu ihm und was traust du ihm hier morgen Abend zu, vor allem vor so einer Atmosphäre? Ja, nichts anderes wie wenn Ralle im Tor steht. Also, dass er ein Top-Tormann ist, hat er schon öfters bewiesen, der Alex. Dass er ein Top-Talent ist. In Deutschland hat man schon öfters gesehen, auch in der U21, dass er im Training manchmal Bälle hält. Wo man denkt, wie hat er den jetzt rausgekratzt, sieht man selten. Und jetzt auch gegen Bremen war er eigentlich ganz ruhig. Hat super Bälle rausgespielt, auch den Schuss von Möbert noch aus dem Winkel geholt. Also ich glaube, da machen wir uns Spieler überhaupt keine Sorgen und haben volles Vertrauen in Alex. Und das kriegt er aber auch so mit und von dem her ist eigentlich alles halb so schlimm. Sen Alex Möbel'i yani takımın ikinci kalecisini antrenmandan tanıyorsun. Onunla ilgili düşüncelerin nedir? Yarınki maçla ilgili herhangi bir çekincen var mı şeklinde bir soruya. Guido Burkstad'ın cevabı, kendisi çok iyi bir kaleci, çok büyük bir yetenek. Bunu Almanya'da da defalarca kanıtladı. U21 milli takımında müthiş maçlar ortaya koydu.
Son maçta da iki gol yemesine rağmen çok başarılıydı diye düşünüyorum. Möwald'in bir şutu var ki maçın ikinci devresinde 90'dan çıkarmış oldu ve bu pozisyonda da yeteneğini bir kez daha ortaya koydu. Bizim ona güvenimiz son derece yüksek. Yarın da bu güveni boşa çıkarmayacağından eminiz. Max Siegmann. Herr Tedesco, Sie haben bei den letzten Champions League-Spielen immer ein bisschen rotieren lassen im Vergleich zur Bundesliga. Jetzt sind wir relativ am Anfang der englischen Woche und dementsprechend ist vielleicht von der Fitness her noch nicht die Not gegeben. Aber wie ist da Ihre Vorstellung für morgen? Können wir da auch wieder viel Veränderung im Gegensatz zu Bremen erwarten? Also grundsätzlich Frische hin oder her. Frische ist sicherlich ein Argument und ist auch ja, eine Charakteristik, die du haben musst. Egal, ob du jetzt in Istanbul spielst oder in Leipzig oder zu Hause in der Bundesliga. Die Frische ist sicherlich eine Komponente, aber wir versuchen trotzdem auch immer die Jungs auf dem Platz zu haben, die einfach aktuell eine gute Form haben, wo wir die Fantasie haben und das Gefühl haben, dass sie bei 100% sind und auch 100% abspulen können. Das ist so ein bisschen die Situation. Und aus diesen drei Faktoren, aus diesen drei Säulen bilden wir dann entsprechend die erste Elf. Und Frische ist dann eben nur eine Säule. Son iki Şampiyonlar Ligi maçında rotasyon yaptığınızı, bazı ligde çok fazla forma bulamayan oyunculara da zaman zaman yer verdiğinizi gördük. Yarınki maçta da yine bir rotasyon planınız var mı şeklinde bir soruya. Sayın Tedesco, tabii ki takımın zinde olması önemli. Bazı oyunculara da bu biraz daha fazla, biraz daha eksik olabiliyor ama İstanbul'da oynayın veya Leipzig'de veya Bundesliga'da başka bir maça çıkın. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan oyuncuların hazır olması, istekli olması. Bununla ilgili iyi bir karışım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Benim için önemli olan oyuncuların kendilerini %100 hazır olarak hissetmeleri ve yarın performanslarını en üst düzeyde ortaya koymalarıdır. Nochmal Max Siegmann. Guido, ihr habt diese Saison so ein bisschen Schwierigkeiten, Tore zu erzielen, obwohl ihr, wie du ja gesagt hast, die Chancen, der Utkopfball, die Flanke, die Franco ganz knapp verpasst, deine Abschlüsse, also Chancen habt ihr ja gehabt, auch gegen Bremen. Warum fällt euch das so schwer und warum klappt das jetzt morgen gegen Galatasaray dann endlich besser? Na, ich glaube, es gibt keine Formel dafür, also wie man das erklären kann. Ja, es stimmt, dass es zurzeit mehrere Chancen braucht bei uns, vielleicht, dass wir ein Tor machen. Vor allem jetzt gegen Bremen hatten wir ein paar Dinger, wo wir ein Tor schießen können, ob das ich war oder ein anderer Spieler, da hatten wir genug Möglichkeiten dazu. Aber da kann man sich nur rausarbeiten, im Training immer 100% dabei sein bei den Abschlüssen, egal wie leicht der Ball zu machen ist, den einfach reinschieben und so bekommt man auch das gewisse Selbstvertrauen wieder zurück. Das muss man sich erarbeiten und an den arbeiten wir alle und wie gesagt, dann bin ich positiv gestimmt, dass es bei der nächsten ersten Großchance wieder für uns ein Tor gibt und ja, da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Son haftalarda gol yollarında ciddi bir tıkanıklık yaşıyorsunuz, gol atmakta zorlanıyorsunuz. Bremen maçında da çok ciddi fırsatlar yakaladınız, sen olsun, Markuto olsun. Ama bunları değerlendiremediniz, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bence bunun herhangi bir formülü yok. Önemli olan sürekli olarak kafanızı dik tutmanız. Bremen maçında ben olayım veya diğer takım arkadaşlarım olsun, iyi fırsatlar yakalamamıza rağmen golleri atamadık, doğrudur. Ama antrenmanda her şeyimizi ortaya koyarak, %100 performans sağlayarak yine özgüvenimizi geri kazanmalıyız ve eminim ki ilk ciddi fırsat geldiğinde de takımdan ben veya bir başkası bu fırsatı değerlendirip gol atacaktır ve bu özgüven geri gelecektir. Gibt es weitere Fragen? Başka sorusu olan? Sehe kein Handzeichen mehr. Dann danken wir allen für Ihr Kommen. Hepinize çok teşekkürler. Geht's dann gleich mit dem Training unserer Mannschaft hier in der Türk Telekom Arena. Die ersten 15 Minuten sind öffentlich für die Medien. Antrenmanla devam edeceğiz. İlk 15 dakikası basına açıktır. Teşekkür ederiz. Teşekkür.